saw everything. The connection between two worlds. About a century ago, humans were defeated by the Vulgus. Invaders from the other world. Then came the Colossi, who destroyed everything. Humans resisted until they could no longer. Then they found hope. They were gifted the forgotten ancestors' power. Finally, they could fight with newfound strength. But another threat had emerged. Karel, the new leader of the Vulgus. His dark ambitions are driving both worlds to the brink of collapse. We must fight back. With the ancestors' power bestowed upon us. Descendant, can you hear me? I've been waiting for you. According to the Investigative Corps, the Ironheart is in the ruins. The assignment is simple. Bunny will collect it, while one of you protects her. So, who is going to take this on? So Leute, damit natürlich mal wieder herzliches Willkommen und ich würde mal sagen, wir nehmen wir den da? Also am liebsten würde ich gleich den da hinten nehmen. Der wird mir am besten taugen. Wir haben mal so quasi so ein bisschen ein Rounder und alles drum und dran. Natürlich, dass ich nicht wirklich gleich mit Granaten spüre und alles drum und dran, ist der gleich mal. Ist der für den Arsch. Ja, aber interessiert mich schon immer. Aber Eis-Eis-Baby-mäßig hört sich schon mal richtig geil an. Schildwiederherstellung außerhalb des Kampfes hört sich aber auch nicht uninteressant. Und mit den ganzen Elementen, mit Kälte und das und das und das. Aber wir haben unseren Titanen. Starke LP, starke Verteidigung, maximal Shield ist anscheinend eh auch wie bei jedem anderen genau gleich. Und Schildwiederherstellung außerhalb des Kampfes ist wenigstens auch nur ein bisschen erhöht. Ich glaube, ich bleibe mal bei dem, wir werden es eh sehen. Ich glaube, ich kann auch immer wieder aufs Neue dann wechseln. Ich bin gespannt. Let's go. Es kann ja wieder was werden, ein Bistepper. Er ist motivierter Habschi. Ab ins Training oder was? Er ist fix motivierter Haber, Alter. Der Wappler. Gibt mir aber irgendwie so diese Vibes von Warface zum Beispiel jetzt gerade. Irgendwie so ein bisschen aus Destiny Warface, aber Vollgas. Wait for me. Also deshalb ist auf TikTok, dass so dieses Bunny da so beliebt anscheinend. Ist aber auch schnell von A nach B sicher. Der Flash, oder? It took so many soldiers to find this place. Please let the Ironheart be in here somewhere. I hope it is too, Bunny. I'd like to give Albion some good news. Finding the Ironheart is important, but so is retrieving it. The Vulgus also have their sights set on these ruins. Don't worry about that, Alpha. Compared to me, the Vulgus are as slow as... Ich bin eh schon gespannt, wie die Steuerung und alles drum und dran ist. Ich hab ein bisschen was gesehen gehabt, ich hab mich auch nicht zu sehr spoilern lassen, weißt du? Da lasse ich mich dann eher mal so ein bisschen drauf ein, ob das dann doch eher so mein Titel ist für mich oder auch nicht. Aber ich sehe schon, weil der Beast deppert mit meiner Herren da. Da können wir schon mal starten oder ins Game. Na? Natürlich leveln und alles drum und dran muss ich eh sowieso. Gibt mir jetzt aber gerade auch so ein paar Titan. Titanfall. Ja, Titanfall auch. Gerade so vielleicht auch vom
Animationsstil her und alles drum und dran. Würde mir aber eher mehr. Eher Anthem-mäßig. Warte schon, wir hupfen, war gut. Ja, Vollgas, wie Anthem, Alter. Bist du etwas? Ja, vielleicht jetzt nicht so extrem von der Schnelligkeit her oder irgendwas in der Richtung. Aber er kommt schon relativ gut hin. Sag mal. Wie war das nochmal mit wir? Wie war das nochmal? Achso, er war wieder nur viel zu schnell unterwegs. Danke, bitte. Aber es könnte echt vom Warface sein oder irgendwas in der Richtung. Ziehen kann ich eh, passt, das gefällt mir, das gefällt mir eh, das ist immer gut. Gibt's auch sowas wie Nahkampf oder irgendwas? Ich fahre nur für den Freien. Aber fühlt sich schon mal geil an. Fühlt sich schon mal definitiv geil an, die Steuerung. Also jetzt einmal so ein bisschen so das Schießen und so. Ist schon mal sexy, ist schon mal definitiv. Die geht zu mir, Schätze. Wenn er jetzt schon mal einen Arm gehabt hat, na gut. Na bist du, deppert. Na, weiter hätten wir es geschafft. Okay, und da haben wir natürlich dann auch noch. Kann ich überhaupt wechseln? Ich darf noch nicht wechseln. Ich muss wahrscheinlich. Das wäre aber geil, wenn jedes Mal, wenn wir da wieder zurücklanden, ein neuer Charakter rauskommen könnte. Boah, das wäre geil, das wäre geil. Irgendwas wird anscheinend jetzt aktiviert. Gut oder schlecht? Oder ein fetter Boss. Kugeln sind nie ein gutes Zeichen. Nein, ich würde nicht dorthin gehen. Nee. Das ist so typisch Kugeldinger, die greift man fix gleich an. Ich habe viel zu viel von Destiny gelernt. Und von Anthem und sonst welche andere Loot-Shooter-Games. Aber schön laut. Dimensional wall with this, right? And when we have all three of them, we can stop the Colossus. Ich will nicht sagen, da ist aber anscheinend etwas ein bisschen feucht. But does something feel weird to you? Oi. Oi. Digga. Das ist dir ein gutes Zeichen. Der fliegt sicher gleich ein paar Kilometer. Trainingsraum oder was? Lern ich gern ein paar neue Mechaniken kennen oder wie? Erfolg, also du bist ein kleiner Trainingsraum oder so. Das schaut aber geil aus, Alter. Bist du Apple. Also, welchen Design können sie? Das muss man ja noch lassen. Das sehe ich, ein kleiner Übungsraum. Das muss schon drin sein. Greifhaken, okay. Achso, mit E1. Ich denke mir gerade so, Alter, was für Greifhaken, Digga. Das ist super, der Greifhaken ist schon mal nicht schlecht. Das hört sich gut an. Da kann man sich schon spüren. Und da allein schon, dass es auch bei E1 halt ist. Ist nur vielleicht. Okay, ich muss sogar noch hinsteuern auch noch. Okay, passt. Das alleinige E1 hilft nicht. Oder warte mal. Aha, okay. Na, muss anscheinend da ein bisschen explizit aufpassen, wie das gemacht wird mit dem Greifhaken. Ja. Bei manchen Sachen kann er sich einfach einhaken, bei manchen nicht. Ja, so, ich denke mir gerade nur so. Zeigt mir das auch noch alles drum und dran, bin ich eh schon fertig. Schule. Er zeigt mir da noch hinten noch immer an, dass ich noch laufen muss. Oder war das. Ah, das wird die Frische sein. Na gut, Alter, da bist du, Depp. Jesus. Oh, weh. Na gut, Alter. Aber so auf dem Boden? Auf dem Boden kann er eh auch. Okay, passt. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch wichtig, dass wir sich da so ein bisschen spülen in die Richtung. Na, das war eh schon richtig. Ja, Alter, forschen kannst du mit dem anderen. Na, geh bitte. Na, das war jetzt schon forschen. 18. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig noch sein. Das klappt noch nicht so dermaßen blöd. Ah, und man muss auch noch aufpassen, weil man kann nicht zu schnell hintereinander den Greifhaken nutzen.
Ach so, deshalb wird es wahrscheinlich auch nicht funktioniert haben, weil ich auf Depper die ganze Zeit den Greifhaken gespielt habe. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, dass der nur ab und zu mal verwendbar ist. Aber schaut schon mal sehr interessant aus. Interessant, dass der Download fortgesetzt wird. Meine Fresse ist im Weg. Echt interessant. Jetzt bin ich aber gespart. Das ist schon geil irgendwie. Hat was, definitiv. Schaut schon wild aus. Ich bin halt nur ein bisschen verwirrt, weil halt der Stream so komisch begonnen hat. Ja, moin, Digi! Servus, grüß dich! Alles klar, Blade, wie geht's dir so? Schön, dass du da bist. Da hat's komischerweise immer so Tuck gemacht. Obwohl das nicht im Spiel dabei war. Irgendwie komische Geräusche im Hintergrund. Wieder zerfallen jetzt gerade. Wow, Alter. Naja, lange habe ich meinen Charakter gehabt. Super. Ich hab's vorher gesehen gehabt. Auf Discord, dass du gespielt hast. Die Remastered-Version. Ich hab's eh gesehen gehabt. Ich hab schon da gehabt. Ui, der Arme. Did you see the guide too? Yeah, I saw it. Wie weit bist du denn eigentlich so ungefähr? Oder wie viele Bosse hast du denn eigentlich überhaupt schon erlebt? They found their way here. Na dann, wenn sie schon mal einen Weg gefunden haben, da gehen wir mal eine. Ja, na. Ich hab die ersten zwei, drei Bosse nur erledigt gehabt in Dark Souls 1, also dementsprechend muss man da ein bisschen weiterhelfen. Ich kann nicht da jetzt überhaupt nicht sagen. Step, Bruder. Tun uns an, wie bei Stellar Blade extra den Arsch an, wie sie noch ist, das ist dezent gefühlt. Ja, nicht schlecht. Ah, super. Der Greifhaken ist echt nicht schlecht, sag mal. Der hat was irgendwie. Ich weiß nicht. Aber es gibt mir halt einfach schon mal alles so ein bisschen so gewisse Vibes wie Warface oder Warframe oder wie das nochmal heißt. Also da bin ich definitiv schon mal mit dabei, das taugt mir. Aber es gibt mir ein bisschen noch so diese zu befremdliche Vibes, muss ich irgendwie sagen. So, dass ich sage, ich brauche noch ein bisschen mehr von der Welt, damit ich mich irgendwie wohlfühle. Passt, bis gleich. Aber das Geile ist, wenn du, das ist eigentlich gratis, das ist jetzt gratis. Von der FDH war er nicht, dann tue ich mir schwer. Das Spiel ist gratis, das könnte man eigentlich sogar zu zweit einmal spielen oder irgendwas in der Richtung, falls du willst. Also dementsprechend nur, dass du Bescheid weißt. Falls du irgendwie Bock hast oder irgendwas in der Richtung. Oh ja, da musst du ein bisschen. Er muss gescheit. Er muss wirklich Gescheites machen. Ah, Rolle ist eh auch wichtig, das kennen wir eh. Normalerweise hätte ich das lieber bei X, aber ist ja wurscht. Ja, da haben wir wenigstens schon mal einen stärkeren. Ist ja. Ui, auf automatischer Hase. Taugt mir. Das hat was. Mit dem Visier und alles drum dran, was du nicht. Also, das ist wieder LP, gut zu wissen. Der First Descent siehst eh aber auch auf Twitch, wie der Name heißt. Da kriegst du auch noch so ein paar extra Belohnungen, wenn du im Stream zuschaust und das Ganze. Oh, sekundär, zeig einmal her. Irgendwie kann man das nicht wieder getroffen. Packt mir irgendwie. Hat was. Hat definitiv was. Ich würde so interessieren. Okay, da hast du dann so ein Schild und kannst dann so herumballern. Ich brauche das Game, alles klar.
Oh, nicht schlecht. Ist aber alles so PvE, also kein PvP oder irgendwas in der Richtung, nur das Bescheid was. Oh, jetzt haben wir mal auch alle anderen Fähigkeiten am Start. Alles klar. Also da können wir mal auf die Havara da so draufhauen, oder wie? Mhm, mhm. Dann machen wir den hier. Dann machen wir den hier. Oder was da jetzt nicht, was da los war. Da wollten wir unbedingt jetzt irgendwie so einen rechten Schwächerer geben. Das hat mir jetzt überhaupt nicht gedacht. Das hat mir jetzt überhaupt nicht gedacht. Oh, und tschüss. Also gameplay-mäßig, das Handling taugt mir. Das muss ich echt sagen. Spezialfähigkeiten, Schild ist immer sexy. Schild kann ich immer gut gebrauchen. L2 weiß ich nicht, ob ich das so oft nutze. Aber der ist mit dem... Oh, okay, und damit... Okay, das ist dann wieder so ein Bereich, wo du geschützt wirst, beziehungsweise wo du noch zusätzlich mehr Schaden draufhauen kannst wahrscheinlich. Irgendwas in der Drehrichtung geht da was weiter. Oh, nicht schlecht. It's been a while since your last report. Have you regrouped with Bunny? Ja, man weiß ja nie, vielleicht kommt ja eh auch irgendwann PvP rein. Aber dabei ist alles einmal nur PvE und das Ganze. Ich bin gespannt. Irgendwas haben sie auch gesagt gehabt mit Level Caps und alles drum und dran. Moin, Lingling! Na schade, der Lingling ist auch da. Na servus! Schön, dass du da bist. Step, den geht's eh ab, Alter. Ich glaub, der Planet wird angegriffen, aber ich weiß nicht wieso. ich hoffe mal, die gehören zu uns. Karel? Oder nicht? Du hast eine geile Rüstung, Stampers. Ui, ging's das so schlecht, oder was? Oh, der gefällt mir. Aber bitte mach jetzt keinen Bösewicht, ne, was ich da einmal sieh im Spiel und dann nicht wieder. Komm, tu mir das ja nicht an. Mach nicht auf Ubisoft. Mach ja nicht auf Ubisoft. Oh shit! Aber wie sie extra auf diesen Ass hinzoomen die ganze Zeit, aber wie? Wie sie extra immer wieder diesen Arsch betonen? Wie hätten sie sonst nichts anderes im Game? Immer wieder wach werden, das ist richtige Grütze. Man fühlt sich einfach am nächsten Tag so richtig scheiße. Ich kenn's so gut. Man fühlt sich richtig, richtig kacke danach. Was, ich seh's jetzt schon wieder. Hä? What? Und jetzt sag bloß nicht, den muss ich auch noch haben dran. Ja sicher, noch mit Raketen auch noch. Sind die komplett deppert? Oder was? Den schaffe ich, den brauche ich ja nicht einmal ansatzweise. Ah, das Gute ist wenigstens, die kämpfen auch gegeneinander. Also eine zweite Partei noch zusätzlich zum Besiegen. Top. Ich hoffe echt, dass sie nicht auf Ubisoft-Style machen und dass sie nur einmal reinkommt und dann nie wieder. Gäh, bitte nicht. Karel, hand the objective. Grave Walker approaching. Awaiting orders. It seems weaker than normal. You're free to engage. Spuck da ins Gesicht, halt die Pfeife. Weißt, ich will einfach nur Spaß haben, alles drum und dran. Da scheißt man so richtig rein. Scheißt man gerade so richtig fett rein. Will einfach nur genießen, wieder endlich mein scheiß verficktes neues Game. Und er kommt daher und spuckt mir auch noch ins Gesicht. Dankeschön, Digi. Danke, Wendo. Ich scheiß auf dich, ganz ehrlich. So, paar extra Teile, alles drum und dran abschießen. Alles klar, man kennt's.
Ach, sowas müssen wir auch wieder machen. Oh. Okay, dann zeigen wir eher mit den extra Teilen da. Beziehungsweise machen wir gleich so einen Schüler, damit ich da mal ein bisschen mehr spielen kann. Ja, genau. Dann weiß ich wenigstens, da ist einmal ein bisschen was. Nächste Schulter. Ja, genau, wichtig und richtig. Barbermäßig. Nur aufpassen, wenn der dann noch wieder das nächste schießt. Ja, interessiert. Ja, das hält was aus. Bist du einfach. Das hält richtig schön was aus. Taugt man. Da kann man sich echt gut damit spielen. Haben Sie. Ich würde sagen, der ist schon hier. Na, nee, komm. Nee, ist es. Nein! Alter, ich habe mich gerade erstmal aufgewärmt. Was ist da los? The Ironheart was stolen. The operation failed. Damn it! Der Jüngling ist aus. Ich sag ja, der ist nämlich schon was, wenn du unheld Dragon, Alter. Das ist Much-Community. Das ist die größte Much-Community. Jeder spielt immer vor mir fertig. Jeder. Außer einmal habe ich es geschafft gehabt. Rise of the Runen. Da war ich süchtig. Da hat jeder scheißen können.